EMTs, referees down. Ladies and gentlemen, please welcome your special guest ring announcer from Milwaukee, Wisconsin, Candice Michelle. Candice Michelle ist die Gastringsprecherin für unser letztes Match und das ist das Texas Tornado Match. Lassen wir sie einfach mal die Teams ankündigen. Da nochmal der Blick zurück auf die harte Auseinandersetzung oder die harten Auseinandersetzungen zwischen William Regal Tajiri und den Heartthrobs. Da gab es einen bösen Zusammenprall. Daraus resultiert auch eine böse Beule. Tja, das war in der vorletzten Woche, in der letzten Woche dann diese Auseinandersetzung hier. Und das war etwas, was William Regal und Tajiri so stinkwütend machte, dass sie im Backstage-Bereich sagten, Mensch, diese Heartthrobs, die greifen ein, weil immer sie wollen. Ich habe so die Schnauze voll von denen, sagten beide unabhängig voneinander. Und dann machte Tajiri den Vorschlag des Texas Tornado Matches. Und worum es da geht, das erklären wir Ihnen, sobald die Gegner am Ring sind. Ja, ganz einfach, eingreifen, Unfaires gibt es nicht, weil alle vier Männer permanent im Ring sind, permanent eingreifen dürfen. Also diese Art des Matches sehr, sehr gut gewählt natürlich, weil die Heartthrobs sich eh an keine Regeln halten, also nimmt man die gleich raus. Ja, war eine gute Idee von Tajiri, der natürlich ja auch in dieser Woche endlich sein ECW-Match gegen Chris Benoit bestreiten konnte. Beide gaben alles, aber Chris Benoit setzte sich letztlich durch und sofort kommt die Tarantel, die in diesem Match auch erlaubt ist. Du hast es ja eben schon gesagt, gibt keine Regeln. Tja, ebenso wie bei ECW One Night Stand am 12. Juni das Ganze zu sehen bei Premiere Direkt 9. Ein bisschen ein Vorgeschmack haben sie ja vorher schon bekommen, wie beliebt das auch bei den Fans ist. Also Eric Bischoff und seine Trauerfeier sind da richtig den Bach runtergegangen. Und wenn Sie mehr davon sehen wollen, wir empfehlen es Ihnen, dann wie gesagt, der 12. Juni Premiere Direkt 9. ECW fing 92, 93 an und sie hat wirklich, muss ich sagen, große Unterhaltung geboten, das kann man nicht anders sagen. Also ich habe sie mir na so 5, 6, 97 auch angeschaut. Danach glaubte ich, dass ein bisschen die Luft raus war. Das ist meine persönliche Meinung. Da hatte man einfach, glaube ich, die Grenzen, die man sprengen wollte, nun doch so weit geöffnet, dass man nichts mehr groß nachfolgen lassen konnte. Es war immer noch sehr gut, aber wie dem auch sei, Mr. McMahon hat es ja auch gesagt, er hat die ECW finanziell unterstützt damals schon, um so eine Art Talentpool zu haben, Talentschmiede, und die hat er auch gehabt. Und dann gibt es natürlich die Tour, wir haben es Ihnen gesagt, 15. November Leipzig, 16. November Hamburg, und das Ganze ist die Road to Survivor Series Tour. Gehen Sie auf die Homepage www.com, dann WWE Worldwide in Germany, und dort finden Sie alle Informationen. Ziemlich große Probleme für die Heartthrobs, die ganz offensichtlich mit diesem Texas Tornado Match überhaupt nicht zurechtkommen. Ja, sind ja noch ein junges Team. Die beiden anderen haben halt eben große Erfahrung. Genau, da werden sie wirklich vom Wirbelwind hinweggeblasen, und zwar vom Wirbelwind der Aktionen. William Regal und Tajiri, man gewöhnt sich immer noch nicht so richtig dran, arbeiten perfekt zusammen, sind wirklich
ein harmonisches Team. Auf jeden Fall, so unterschiedlich die Stilarten auch sind. Aber ich bin mal gespannt. Ja, die Hardtrops machen das, was jetzt am besten ist. Erstmal den Ring verlassen. Ja, die wichtigen Daten, also 12. Juni, wir haben es Ihnen ja gerade gesagt, da gibt es One Night Stand und 6. Juni in Amerika, das entscheidende Datum, da beginnt die Lotterie. Wer geht zu Raw, wer geht zu SmackDown und umgekehrt. Ja, und da gibt es eben genau festgelegte Regeln. Raw und SmackDown dürfen aus dem anderen Kader jeweils suchen. Und auch das können Sie in unseren Raw und SmackDown-Berichten auf der deutschen Homepage nachlesen. Dort gibt es alle Informationen dazu. Und wenn die Matches feststehen, Stück für Stück, für One Night Stand, dann werden wir die dort natürlich auch haben. Das ist ganz klar. Schöner Double Back Suplex hier von den Heartthrobs gegen William Regal. Heartthrobs waren ja draußen, außerhalb des Rings, haben sie ein bisschen gesammelt und das scheint geholfen zu haben. Er konnte durchatmen, haben sich vielleicht auch neu besprochen, haben sich auf die Art des Matches jetzt in der Tat wesentlich besser eingestellt. William Regal arg in die Mangel genommen, das alles aber wie gesagt erlaubt und wir sehen Tajiri nicht, der hat keine Möglichkeit im Moment zumindest einzugreifen, was natürlich sehr, sehr bitter ist für William Regal. Ja, der hier wirklich brutal bearbeitet wird, aber er wollte das Match zusammen mit Tajiri auch. Jetzt ist Tajiri wieder da und er wird wieder nach draußen geschleudert. Ich habe das Gefühl, dass er ein Problem mit dem Bein hat. Da hat er wohl eine Aktion abbekommen, haben wir eben an dem schmerzverzerrten Gesicht gesehen. Und hier kann William Regal nichts unternehmen gegen die Heartthrobs, die ihn momentan wirklich ganz klar beherrschen. Und dass sie beide im Ring sind, ist ja in diesem Match, wir haben es erklärt, erlaubt. Ja, das machen sie jetzt wesentlich besser. Wieder der Versuch von Tajiri in den Ring zu kommen, aber Romeo passt auf, Baseball Slide, Tajiri erstmal wieder draußen. Und jetzt soll es irgendeinen Griff geben. Ich denke, einen Half-Boston-Crab und den von beiden. Ja, ein doppelter Half-Boston-Crab macht aber immer noch keinen ganzen Boston-Crab. Ganz genau. Denn die beiden ziehen in unterschiedliche Richtungen. Das tut besonders weh. Tajiri ist wieder da und Antonio kümmert sich um ihn, während Romeo weiter mit William Regal beschäftigt ist. Der kämpft wie ein Löwe, auch wenn es die in England nicht gibt. Kämpft aber trotzdem wie einer und er hat keine Chance in dieser Situation. Was die Heartthrobs hier gerade veranstalten, Günther, das ist schon ziemlich sensationell. Da kann William Regal ausweichen, kontert sogar. Aber er ist am Ende der Kräfte, man sieht es ganz klar. Tajiri will wieder zurück in den Ring, schafft zumindest mal einen Kick anzubringen und jetzt ist er zurück. Ja, das hat er auch lang genug versucht und die ganze Zeit wurde er tatsächlich abgeblockt von seinen Gegnern. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er vielleicht dann doch nochmal die entscheidende Wende zugunsten seines Teams herausarbeiten kann. Wunderschöner German Suplex, er geht in die Brücke, aber Romeo ist da. Und kann im letzten Moment das Ganze unterbinden. Jetzt ist William Regal allerdings wieder fit, könnte vielleicht eingreifen, aber wird mittels Back-Body-Drop nach draußen befördert. Es geht hier wirklich drunter und drüber hin und her, aber anders haben wir das natürlich nicht erwartet. Ah, der Headspring-Elbow-Versuch, aber da hat Tajiri gesehen, da fehlt ihm etwas, denn Antonio hat gewartet und kontert ihn aus. Jetzt ein sehr schöner Double-Side-Russian-Leg-Sweep und das Cover ist tatsächlich der Sieg unter Fiat-Frobs. Tja, sie hatten große Probleme zu Beginn, sind dann immer besser mit dieser Art des Matches zurechtgekommen und werden jetzt zu Siegern gekürt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit den beiden Teams weitergeht. Bei uns geht es jetzt nicht mehr weiter. Wir sind am Ende angelangt, dürfen uns bedanken für Ihr Interesse. Tschüss, bis dann.